Wir sind Christian und der Frank. Und zusammen sind wir Backside. Wir haben hier von den Snowboardern Steffi Wiegel. Ja, sie fährt auch schon lange Jahre Snowboard, war dieses Jahr sogar bei der Eröffnungsfeier aktiv auf der Bühne. Und vom inklusiven Redaktionsteam Backside, Christian Pohler, unser Reporter, der der Steffi jetzt entsprechend ein paar Fragen stellt. Steffi, wie war für dich die Freude, auf die Bühne zu stehen? Ja, sehr groß. Also es war, die Freude ist sehr groß, wenn so viele Leute dastehen und einfach Spaß haben, Stimmung haben, dass die Stimmung dann weitergebracht wird. Das ist einfach das Positive an der Seite. Wie war für dich das Erlebnis mit so vielen Leuten da? Ja, großartig. Mehr Leute. Mehr Sport, mehr internetintensive Eingliederung. Ja, dass wir Freude und Spaß am Sport haben. Ja, super. Und wahrscheinlich gibt es auch noch Fragen, wie es heute gelaufen ist. Christian, bei dir ist es gut gelaufen, das weiß ich. Du hast eine Silbermedaille errungen. Und wie war es? Weiß ich nicht. Steffi, wie war für dich heute dein Lauf? Sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr knapp war es gewesen bei mir gewesen. Es war wirklich eine halbe Sekunde entfernt von der ersten Medaille zu der zweiten Medaille. Wow. Wie war die Freude groß, wenn du da gestanden hast auf dem Podest? Sehr, sehr schön. Große Freude, weil da, ja, das noch hilft. Ja, und ich habe auch noch eine Frage. Habt ihr beide mitbekommen, dass heute hier auch ein bekannter Snowboarder vor Ort war? Ja. Ja. Wisst ihr, wer es war? Der André. Der André, genau. Der André Höfel. Höflich. Und was hat er mit euch gemacht? Der hat uns heute mal trainiert. Super. Ja. Kann ich einfach nur zusammenschließen. Wir haben Training mit dem André gehabt. Der war positiv. Der hat uns ganz viele Tipps vermittelt, was wir morgen ein bisschen auch umsetzen können. Okay, dann geht's morgen in die Finalläufe im Slalom. Und da seid ihr beide wieder aktiv? Ja. Ja. Super, dann wünsche ich euch alles Gute dafür und viel, viel Spaß noch. Danke. Danke.